the fuck, Alter, Leute, sorry, ich komm gar nicht mehr klar. Ist es jetzt wirklich alles fake? Oder nicht? Wie können die da nur rausgehen? Was für ein geisteskranker Cliffhanger, aua. Freunde, what the fuck? What the fuck? Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat die YouTube Love Story des Jahrhunderts gestern Abend live eine neue Stufe erreicht. Ich sag nur, 2 Millionen Views innerhalb von 3 Stunden. Aber wie passt das eigentlich alles zusammen? Man kann es auch echt übertreiben, Leute. Ich meine, eine Beziehung zu faken ist schon echt grenzwertig. Aber dann auch noch in einem Livestream die Abonnenten darüber entscheiden zu lassen, ob man in einem Brand stirbt oder nicht. What the fuck, Alter? What's poppin'? Boys and Girls, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's heute so mittel, mir ist wahrscheinlich wie vielen anderen auch ein bisschen mulmig wegen dieser Engelsgeschichte. Alle haben drüber gelästert, wegen dieser Fake-Geschichte und jetzt kommt auf einmal das und ich frage mich, wurden die wirklich entführt? Hat das Scheißteil da wirklich gebrannt? Und ja, ich hoffe einfach, keine Ahnung, dass sich das irgendwie aufklärt. Falls irgendwer was weiß, bitte geht zur Polizei. Und genau dieser Typ hier, der gibt zu Protokoll, dass er die beiden entführt hätte. Ja, und dann noch diese seltsame... Ja, und dann noch diese seltsame... Ja, und dann noch diese seltsame... Ja, und dann noch diese seltsame Nummer im Livestream, ja, mit diesen ganzen Negativkommentaren. Also, völlig unnötig, du. Ich finde, da klingt irgendwie alles merkwürdig, ja. Aber es wurde keine Anklage gegen ihn erhoben. Er ist anscheinend wieder auf freiem Fuß. Egal, was stimmt, ja, wenn so ein kleiner, pickliger Vorschüler es schafft, zwei so fame Leute zum Knutschen in seinen Keller zu locken, ja, dann muss ich sagen, scheiße, der Typ ist genial. Hut ab. Willkommen zurück. Ey, zunächst einmal großen Dank für euren wahnsinnigen Support. Richtig krass. Ja, vielen Dank für die ganzen Nachfragen, für die Anrufe, die Videos, die Tweets, PMs, Snaps, alles. Vielen Dank, wir wollten euch beruhigen. Uns geht's gut. Genau, und bevor jetzt noch mehr Fake-Todesanzeigen auftauchen oder Leute sonst was erzählen, wir sind am Leben. Es tut uns wirklich leid, falls diese Serie etwas zu echt rüberkam. Genau, wir dachten, es wäre so krass obvious, dass wir nicht von einem 15-Jährigen entführt worden sind. Alles war von uns persönlich, also wirklich alles persönlich gescriptet. Wir waren natürlich nie getrennt und wir waren auch nie in Gefahr. Wir wollten euch einfach mal irgendwas ganz Besonderes bieten. Ja, übrigens, meine Brüste waren nämlich auch gedoubelt. Und natürlich waren und sind wir immer noch eure Engels. Ja, so viel Love für euch und für den unglaublichen Rekord von 2,9 Millionen Klicks. Woo! Wow! Vielen Dank, genau, Leute. Also wir ruhen uns jetzt erstmal aus und kommen auch ein bisschen runter. Und ab heute findet ihr uns wieder auf unserem Channel. Und wir sagen, wow, danke. Vielen Dank. Und ciao. Eure Engels. Nein, 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 nein! Boys and Girls, ich bedanke mich dafür, dass ihr bei dieser Staffel Klicknap dabei seid. Ich hoffe einfach, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin ein kleines bisschen stolz darauf, dass ich Teil davon war und teilnehmen konnte. Aber es hat mir auch einfach so Bock gemacht, das Ganze zu beobachten, weil ich finde, dass es so, so schön gemacht wurde. Und ich bin der Meinung, dass es viel zu wenig YouTube-Serien gibt. Dieses ganze Ding ist noch gar nicht weit genug ausgebaut. Und deswegen hoffe ich auch inständig darauf, dass es eine zweite Staffel Klicknap geben wird. Und falls es bei euch genauso ist, liked nochmal die Teile, schickt sie an eure Freunde, teilt sie auf Social Media, weil umso geiler die Zahlen hier sind, umso größer ist natürlich die Chance, dass eine zweite Staffel realisiert werden könnte. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch, dass ihr überhaupt dabei wart und würde sagen, hoffentlich bis bald.